Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu unserer Leo-Besprechung Recht auf Vergessenwerden heute. Lesen. Wir haben einen relativ großen Fall heute vor uns, den ich gerne mit Ihnen noch besprechen möchte, weil er wichtig ist und weil er aktuell ist. Also Recht auf Vergessenwerden oder Recht auf Vergessen ist, Sie wissen es, die große Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur neuen Dogmatik in der Grundrechtsprüfung. Ich war an der Entscheidung insofern auch ein Stück weit beteiligt, als ich die Bundesregierung in Karlsruhe vertreten habe. Und insofern hängt natürlich auch etwas Herzblut von mir an dieser Entscheidung. So, folgender Sachverhalt. Im Januar 2010 strahlte der Norddeutsche Rundfunk einen Beitrag des Fernsehmagazins Panorama mit dem Titel Kündigung, die fiesen Tricks der Arbeitgeber aus. In dem Beitrag wurde auch der Fall eines gekündigten ehemaligen Mitarbeiters, des von B, Bertha Böse, haben wir sie genannt, als Geschäftsführerin geleiteten Unternehmens dargestellt. In dem Beitrag wurde B in Anknüpfung an die geplante Gründung eines Betriebsrates ein unfairer Umgang mit dem Mitarbeiter vorgeworfen. Die B hatte selbst im Interview gegenüber Panorama zur Kündigung des Mitarbeiters Stellung bezogen. Der NDR stellte eine Datei mit dem Transkript des Panorama-Beitrags auf seiner Internetseite ein. Nach Eingabe des vollständigen Namens Bertha Böse in die Suchmaske von Google wurde als eines der ersten Ergebnisse die Verlinkung auf den Panorama-Beitrag angezeigt. B wandte sich gegen die Anzeige des Links durch den Suchmaschinenbetreiber. Nachdem Google der Unterlassungsforderung der B nicht nachgekommen war, erhob die B Klage vor dem Landgericht und beantragte, den Suchmaschinenbetreiber zu verurteilen, den bei Eingabe ihres Namens angezeigten Link nicht weiter anzuführen. Die Klage beim Landgericht Lüneburg hatte zunächst Erfolg, jedoch ist die Klage in zweiter Instanz durch das OLG Celle abgewiesen worden. Das war auch in Realität so. Die Revision wurde nicht zugelassen. Mit einer Verfassungsbeschwerde rügt B nun eine Verletzung ihrer Grundrechte. Sie macht geltend, dass sie in ihrem allgemeinen Persönlichkeitsrecht und in ihrem Recht auf informationelle Selbstbestimmung verletzt sei. B macht zudem geltend, dass sich Menschen in ihrem privaten Umfeld von ihr abwenden, wenn sie ihren Namen bei Google gesucht haben. Also die finden dann als erstes diesen Beitrag, die fiesen Tricks der Arbeitgeber. Dann denken sie, die B ist ein ganz böser Mensch. G hält eine Verfassungsbeschwerde schon deshalb für unzulässig, weil es sich hier um einen vollharmonisierten Bereich nach der Datenschutzgrundverordnung handele, in dem die deutschen Grundrechte keine Anwendung finden. B meint hingegen, die Verfassungsbeschwerde sei schon deshalb zulässig, weil es doch nicht sein könne, dass ihr Grundrechtsschutz nur wegen Brüssel und Luxemburg verkürzt werde. Das Bundesverfassungsgericht müsse eben zur Not die Grundrechte der Union selber anwenden. G wendet zudem ein, dass seine Tätigkeit schon als Unternehmen geschützt sei. Auch könne sich G hier auf die Meinungsfreiheit berufen. Interessante Frage, ob sie es wirklich können. Außerdem hätte sich B zunächst gegen den NDR wenden und die Entfernung des Beitrags verlangen können. Die Suchmaschine von G verlinke schließlich nur den NDR-Beitrag. Und jetzt die Aufgabe, Erfolgsaussichten der Verfassungsbeschwerde müssen wir natürlich prüfen. Und es wird für Sie angegeben, der Sachverhalt ist von der Datenschutzgrundverordnung erfasst. Davon können Sie ausgehen. Das war im Ausgangsverfahren strittig, weil der Sachverhalt, das nur am Rande, sich noch auf die alte EG-Datenschutzrichtlinie bezog. Und das, deswegen war es komplexer. Es ist davon auszugehen, dass die DSGVO formell und materiell mit primärem Unionsrecht vereinbar ist. Also das sollen Sie nicht prüfen. Es genügt, wenn Sie diesen verfassungsrechtlichen Bereich hier mit dem Unionsbezug durchprüfen. Also, Verfassungsbeschwerde, klar, wird Erfolg haben, wenn und soweit sie zulässig und begründet ist. Beschwerdeführerin ist hier die B, Bertha Böse, in Realität Corinna Brammer, jedermann. Ist beschwerdeberechtigt, wissen Sie, und B als natürliche Person auch. Wie sieht es aus mit dem Beschwerdegegenstand? Richtet sich nach Artikel 93 Absatz 1 Nummer 4a in Verbindung mit den jeweiligen Normen des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes 13 Nummer 8a 90 Absatz 1
jeder Akt deutscher öffentlicher Gewalt. Hier wendet sich die B gegen das Urteil des OLG Celle. Wir haben es also mit einer Urteilsverfassungsbeschwerde zu tun, also mit den spezifischen Voraussetzungen auch der Urteilsverfassungsbeschwerde. Das heißt, wir prüfen wirklich nur spezifische Grundrechtsverletzungen, Stichwort Bundesverfassungsgericht, keine Superrevisionsinstanz, sondern es wird hier spezifische Verfassungsverstöße werden hier ausschließlich geprüft, also keine Beweisaufnahme oder irgendwas. Akte der Europäischen Union als solche, das wissen Sie, meine Damen und Herren, sind keine tauglichen Beschwerdegegenstände, ständige Rechtsprechung, also 93 Absatz 1 Nummer 4a, zumindest solange auf europäischer Ebene ein adäquater Grundrechtsschutz besteht, Entscheidungen, solange 1, solange 2, Maastricht und so weiter. Jetzt kommen wir zum interessanten Punkt. In der Beschwerdebefugnis, hier müssen wir bekanntermaßen die Möglichkeit einer Grundrechtsverletzung prüfen. Und hier stellt sich jetzt die Frage, und daran hat das Bundesverfassungsgericht, und das machen wir hier parallel, seine wesentlichen, zentralen, bahnbrechenden, neuen dogmatischen Ausführungen angeknüpft. Hier stellt sich die Frage, ob hier überhaupt deutsche Grundrechte möglicherweise verletzt sind. Warum könnte das ausgeschlossen sein? Deutsche Grundrechte sind hier nicht verletzt, wenn wegen des Anwendungsvorrangs des Unionsrechts keine deutschen Grundrechte Anwendung finden, sondern stattdessen die Grundrechtecharta anzuwenden wäre. Aber das Problem ist natürlich, die Grundrechtecharta ist nicht Prüfungsmaßstab der Verfassungsbeschwerden. Ja, das ist die Quadratur des Kreises, die das Bundesverfassungsgericht dann hier versucht hat. Übrigens, mit dieser Lösung hat keiner der Verfahrensbeteiligten gerechnet. Also das war schon wirklich sozusagen eine sehr kreative, dogmatische Lösung, die nicht unbedingt vorhersehbar war. Wir bauen das hier parallel zur Entscheidung auf. Also wenn Sie sowas in der Klausur hätten, meine Damen und Herren, dann müssen Sie das natürlich ein bisschen komprimierter darstellen. Es ist hier eine Lösungsskizze von fast, ich glaube, 35 Seiten im Endeffekt, die auch so ein bisschen didaktisch für Sie aufbereitet ist. In der Klausur natürlich nicht in dieser Ausführlichkeit. Aber die wesentlichen Strukturen davon sollten Sie nachvollziehen können. Also, Anwendbarkeit der Unionsgrundrechte. Was ist unser dogmatischer Anknüpfungspunkt? Weiß es jemand, welche Norm die Anwendbarkeit der Unionsgrundrechte regelt? Wo steht was zur Anwendbarkeit der Unionsgrundrechte? Gibt es eine Regelung? Okay, ich bekomme hier den 52 Grundrechtecharta, ja, und den 51. Ja. Der 51 gefällt mir, den 52, da verlieren wir auch noch ein Wort dazu, aber wir brauchen hier jetzt erstmal den 51. Grundrechtecharta, wichtige Norm. Hier, ich habe es eben nochmal hier auf die Folie geworfen. Also diese Charta gilt für die Organe, Einrichtungen und Stellen der Union unter Wahrung des Subsidiaritätsprinzips und, jetzt wird es interessant, für die Mitgliedstaaten ausschließlich bei der Durchführung des Rechts der Union. Das ist der zentrale Satz. Also die Charta gilt umfassend für die ganze europäische Ebene, für Organe, Einrichtungen und sonstige Stellen umfassend und für die Mitgliedstaaten ausschließlich bei der Durchführung des Rechts der Union. Zentrale Frage, um die sich die Judikatur seither streitet, was bedeutet Durchführung des Rechts der Union? Der EuGH hat vor allem in der Entscheidung Ackerbock-Franzson hier eine sehr weite Auslegung vorgenommen und hat unter Durchführung der Union einerseits natürlich ganz klassisch die Durchführung von Verordnungen subsumiert und sonstigen Unionsrecht, aber eben auch darunter subsumiert die Gestaltungsspielräume, die Richtlinien etwa den Mitgliedstaaten lassen. Also Durchführung des Rechts der Union, darunter fällt nach dem EuGH, nach Ackerbock-Franzson und anderen Entscheidungen etwa auch das, was die Mitgliedstaaten in Ausfüllung ihrer durch Richtlinien etwa eröffneten Gestaltungsspielräume an Recht erlassen.
Das Bundesverfassungsgericht hat die Ackerbock-Franzen-Rechtsprechung nicht mitgetragen, sondern hat in der Entscheidung zur Antiterror-Datei, die eine unmittelbare Reaktion auf Ackerbock-Franzen ist, gesagt, also so geht's nicht. Wir lassen natürlich zu, dass bei der Umsetzung einer Richtlinie die Durchführung des Unionsrechts sich auf alle Vorgaben aus der Richtlinie bezieht. Aber da, wo die Richtlinie Gestaltungsspielräume lässt, wo sozusagen bewusst die Kompetenz der Mitgliedstaaten zum Zuge kommt, da ist es eben keine Durchführung des Rechts der Union. Also da kommen deutsche Grundrechte zur Anwendung. Das war eine Kontroverse, die sich da nach Ackerbock-Franzen entzündet hat. Eine der vielen Grundrechtskontroversen, die hier aufgekommen sind. Diese Kontroverse ist sozusagen immer noch nicht ganz, noch nicht ganz beigelegt zwischen den beiden Gerichtshöfen. Okay, wenn wir das hier auf unseren Fall anwenden, den 51, dann stellt sich hier die Frage, ob hier eine Durchführung von Unionsrecht im Sinne des Artikel 51 vorliegt. Grundlegende Unterscheidung. Sie haben entweder vollharmonisiertes Unionsrecht, also determiniertes, also beispielsweise beim Vollzug von Verordnungen oder wenn Richtlinien umgesetzt werden, und zwar in dem Bereich, wo sie eben keinen Umsetzungsspielraum lassen, dann haben sie vollharmonisiertes, determiniertes Unionsrecht. Dann wird Unionsrecht erlassen und es wird vollzogen. Ja, Punkt. Der zweite Bereich ist das sogenannte nicht determinierte Unionsrecht, also da, wo eben dieser Gestaltungsspielraum bleibt. Wie gesagt, im EuGH und Bundesverfassungsgericht sehen für diesen nicht determinierten Unionsrechtsbereich die Anwendung durchaus unterschiedlich. Also hier nach dem Bundesverfassungsgericht bleibt hier eine Vermutung für die Anwendung der Grundrechte des Grundgesetzes bestehen. So das Bundesverfassungsgericht in Recht auf Vergessen 1, sofern diese das Schutzniveau der Grundrechtecharta mit garantieren. Also das Bundesverfassungsgericht sagt, hier wird parallel angewendet Grundrechtecharta und deutsches Grundgesetz und prüft dann in diesen Fällen das Grundgesetz. Also das ist sozusagen die Quintessenz von Recht auf Vergessen 1 und Recht auf Vergessen 2. Recht auf Vergessen 1 bezieht sich auf den Bereich des nicht determinierten Unionsrechts, also da, wo die Richtlinien Gestaltungsspielräume lassen, da wendet das Bundesverfassungsgericht das Grundgesetz an. Und Recht auf Vergessen 2, also unser Fall hier, bezieht sich auf den determinierten Bereich, also da, wo Vorgaben aus dem Unionsrecht unmittelbar vollzogen werden. Und hier findet auch nach Bundesverfassungsgericht natürlich ausschließlich die Grundrechtecharta Anwendung. Aber Trick, das Bundesverfassungsgericht, werden wir sehen, prüft eben jetzt auch die Grundrechtecharta. Okay, wenn wir uns das hier angucken, in welchen Bereich unser Sachverhalt fällt, dann geht es hier um personenbezogene Daten, die von einer Suchmaschine hier generiert werden, die hier angezeigt werden. Das fällt in den Anwendungsbereich der Datenschutzgrundverordnung. Wir haben es also hier mit einer Verordnung zu tun, nach Artikel 288 Absatz 2 AEUV. Und Verordnungen, das wissen Sie, sind grundsätzlich vollständig vereinheitlicht. In der Verordnung werden die Regelungen vorgegeben und die Mitgliedstaaten setzen diese Verordnung 1:1 um. Sie erlassen eben kein eigenes Gesetz mehr, es gibt keinerlei Umsetzungsakt, sondern die Verordnung als solche wird vollzogen durch die Behörden, durch die Gerichte. Also sie wird unmittelbar umgesetzt in den Mitgliedstaaten. Einzige Ausnahme, und über die kann man hier kurz nachdenken, auch Verordnungen, und das ist interessant, lassen eben teilweise Gestaltungsspielräume. In der Datenschutzgrundverordnung ist es der Artikel 85 DSGVO, das sogenannte Medienprivileg. Wir hatten schon mal kurz darüber gesprochen, meine Damen und Herren, als wir uns die Rechtsnatur von Verordnung und Richtlinie angeguckt haben. Und ich hatte Ihnen gesagt, dass Sie natürlich streng dogmatisch zwischen beidem unterscheiden müssen, also zwischen der Verordnung einerseits, die eine ganz andere Struktur hat nach der Legaldefinition von 288 als die Richtlinie. Aber dass andererseits in der Praxis beides doch sich mittlerweile
kann man sagen, aufeinander zubewegt. Die Richtlinien werden teilweise immer detaillierter. Die Verordnungen lassen weite Gespaltungsspielräume. Das sehen Sie an der Datenschutzgrundverordnung sehr deutlich. Die Datenschutzgrundverordnung hat aus Sicht der Kommission viel zu viele Ausnahmen. Ja, also die Kommission ist nicht begeistert von den vielen Öffnungsklauseln, die die Datenschutzgrundverordnung enthält und bringt das auch immer wieder vor. Aber beides bewegt sich in der Praxis ein Stück weit aufeinander zu. Okay, das nur als kleiner Einschub, damit Sie so ein bisschen, wenn Sie später mit solchen Sachen zu tun haben, sich nicht wundern, warum vielleicht mal eine Verordnung sehr große Gestaltungsspielräume lässt und eine Richtlinie sehr detaillierte Regelungen enthält. Hier könnte das Medienprivileg nach 85 Datenschutzgrundverordnung einschlägig sein. Also hier könnte man überlegen, ob Google hier von diesem Medienprivileg erfasst ist, von 85. Wenn das der Fall wäre, dann würde es sich um einen nicht voll harmonisierten Bereich handeln. Also dann wären wir ganz klar bei den Grundrechten des Grundgesetzes, zumindest wenn wir die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts Antiterror-Datei zugrunde legen. Wenn Sie Ackerborg-Franzen, dem EuGH folgen, wären Sie auch da im determinierten Bereich. Ja. Okay, also es ist kompliziert. Wie sieht es hier aus? Datenverarbeitung durch Google. Hier muss man sagen, die Datenverarbeitung, die eine Suchmaschine hier vornimmt, die dient natürlich nicht journalistischen Zwecken, sondern das ist ein Algorithmus, der das Ganze durchsucht und der dann eine Anzeigeliste präsentiert, also eine Trefferliste. Und damit haben wir hier keine journalistische Tätigkeit. Also insofern muss man hier sagen, also das Medienprivileg ist hier nicht einschlägig. Es geht hier eben nicht um den NDR mit seinem ursprünglichen Beitrag. Der kann sich natürlich auf das Medienprivileg berufen, auf 85. Sondern der Anspruch ist hier eben dieser Auslistungsanspruch der B gegenüber Google. Und in diesem Verhältnis, ja, wenn der NDR ins Spiel käme, wäre es wieder anders. In diesem Verhältnis gilt das Medienprivileg als solches nicht. Das heißt, im Verhältnis Google und B liegt kein Fall des Medienprivilegs vor. Und das bedeutet auch, wir haben einen unionsrechtlich vollständig determinierten Bereich. Soweit. Schon mal, meine Damen und Herren. Ich sehe eine Frage im Chat. Ich gucke gerade mal kurz. Moment. Sie dürfen die auch live stellen übrigens, aber okay. Frage, ob der 85 Datenschutzgrundverordnung in der Klausur mit abgedruckt wäre oder muss man das einfach wissen? Nein. Also den würden Sie dann in der Klausur natürlich mit abgedruckt bekommen. Das haben wir hier jetzt nicht gemacht. Das kann ich mal ergänzen. Das stimmt übrigens. Den könnte man in den Sachverhalt noch aufnehmen. Dann wäre es ein bisschen klarer. Ist richtig, genau. Also ich sage mal so, wir sind hier schon auf einem hohen Level. Wenn Sie hier zwei Sätze schreiben, wir haben hier eine Verordnung und insofern sind wir hier im unionsrechtlich determinierten Bereich, dann ist das auch noch in Ordnung. Ja? Sie bekommen hier sozusagen die High-End-Lösung, die im Optimalfall, also wahrscheinlich eh so in der Form nicht vorgelegt wird. Aber Sie können sich im Prinzip, es ist natürlich für die komplexe Situation etwas unterkomplex, nach dem, was ich Ihnen gerade erzählt habe. Aber man kann natürlich auch einfach sagen, okay, wir haben hier eine Verordnung, damit ist es unionsrechtlich determinierter Bereich, Punkt. Ja. Der 85 ist sozusagen noch der Schlenker. Okay, Frage. Wenn wir in diesem unionsrechtlich vollständig determinierten Bereich sind, dann stellt sich die Frage, ob hier deutsche Grundrechte überhaupt angewendet werden können. Also Frage, können in diesem Bereich die deutschen Grundrechte, die das Bundesverfassungsgericht ja als Maßstab nimmt, neben den Unionsgrundrechten angewendet werden oder sind ausschließlich die Unionsgrundrechte der Grundrechtecharta anwendbar?
Ständige Rechtsprechung, Bundesverfassungsgericht, wenn es um die Gültigkeitsprüfung von europäischen Rechtsakten geht, dann sind deutsche Grundrechte als solche nicht anwendbar. Warum? Die Bundesrepublik Deutschland hat Hoheitsbefugnisse auf die Europäische Union übertragen, Artikel 23 Absatz 1 Satz 2. Wenn die Union dann im Rahmen dieser übertragenen Hoheitsbefugnisse Rechtsakte schafft, die einheitlich gelten und die auch Anwendungsvorrang natürlich gegenüber dem deutschen nationalen Recht genießen, dann muss auch der Grundrechtsschutz auf dieser Ebene einheitlich sein. Das heißt, wenn man hier in diesem Fall deutsche Grundrechte anwenden würde, würde das Ziel, was man mit der Integration nach 23 eigentlich verfolgt, nämlich die Rechtsvereinheitlichung, konterkariert werden. Das heißt, das Bundesverfassungsgericht spricht sich hier in diesen Fällen für eine Nichtanwendung deutscher Grundrechte aus. Und diese Nichtanwendung deutscher Grundrechte resultiert letztlich aus dem Integrationsauftrag des Artikel 23. Das bedeutet, wenn es um unionsrechtlich vollständig determinierte Bereiche geht, sind allein die Unionsgrundrechte anwendbar. Und das bedeutet auch, dass hier in diesem Fall, wie wir gesehen hatten, da es sich um einen unionsrechtlich vollständig determinierten Bereich handelt, eben nur die Unionsgrundrechte, also die Grundrechte aus der Grundrechtecharta, anwendbar sind. Kurzer Exkurs, nicht um Sie zu verwirren, sondern um sozusagen Ihnen das gesamte Tableau zu bieten. Der Fall ist wirklich komplex, meine Damen und Herren, aber ich mute Ihnen das als Examenskandidaten hier jetzt zu. Kurzer Exkurs, Ausnahme, die hier nicht eingreift, ist die sogenannte Identitätskontrolle beim Bundesverfassungsgericht. Hier steht die nicht im Raum, weil keine Verletzung der Menschenwürde ersichtlich ist. Das Bundesverfassungsgericht hat 2015 eine Entscheidung zum europäischen Haftbefehl, aber diese Identitätskontrolle als ausdrückliche Möglichkeit eröffnet, auch in diesen Bereichen, wo wir unionsrechtlich vollständig determiniertes Recht haben, auch in diesen Bereichen die Grundrechte des deutschen Grundgesetzes anzuwenden, wenn ein Verstoß gegen die Menschenwürde, die ja über 79.3 über die Ewigkeitsklausel abgesichert ist, im Raum steht. Also europäischer Haftbefehl. Also da ging es wirklich um fundamentale menschenrechtliche Fragen. Da hat das Bundesverfassungsgericht diese Identitätskontrolle angewandt. Also das ist sozusagen die Ausnahme, die Karlsruhe macht von dieser grundsätzlichen Anwendung der Grundrechtecharta in den unionsrechtlich vollständig determinierten Bereichen. Also für den Hinterkopf, meine Damen und Herren, merken Sie sich die Identitätskontrolle bei der Grundrechtsprüfung, wenn es um die Wahrung der Verfassungsidentität geht. Das ist die Parallele, meine Damen und Herren, zu dem, was wir jetzt bei den EZB-Urteilen und Beschlüssen erleben, auf grundrechtlicher Ebene. Ja, also hier geht es um die Frage der Grundrechte, nicht um die Frage der Kompetenzabgrenzung. Aber auch hier ist das sozusagen die Bremse, die das Bundesverfassungsgericht über die Ewigkeitsklausel über 79.3 für die Anwendung des deutschen Grundgesetzes hier zieht. Also man sagt sozusagen, bis hierhin geht die Integration, aber die Grundfesten 79.3, das darf nicht angefasst werden. Wenn wir also zum Ergebnis kommen, die Grundrechte der Europäischen Union sind hier anwendbar, also die Grundrechtecharta ist hier der Prüfungsmaßstab des Bundesverfassungsgerichts, so unser Ergebnis, dann müssen wir, und hier richte ich mich jetzt, meine Damen und Herren, an der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus, die man in vielen Dingen auch kritisieren kann, die man auch dogmatisch sehr kritisch sehen kann. Lesen Sie einen der vielen, vielen Aufsätze, die dazu geschrieben wurden. Aber ich stelle Ihnen hier jetzt die Lösung des Verfassungsgerichts vor, die mich auch nicht in jedem Detail überzeugt, aber die Sie kennen sollten. Also zumindest sollten Sie die Argumentation des Verfassungsgerichts kennen. Also, wie kommt man dazu, und das Verfassungsgericht macht es wirklich genau so, wie ich das hier in der Lösungsskizze Ihnen auch vorstelle. Das Verfassungsgericht stellt quasi das Ergebnis vor, dass die Grundrechtecharta hier Prüfungsmaßstab sein muss.
Und dann haben wir eine sehr lange Erklärung, warum das dogmatisch so sein muss. Ob einen diese Erklärung überzeugt, kann man wirklich ein Fragezeichen dahinter machen. Also, folgende Erklärung. Frage ist eigentlich, es von vornherein unmöglich, dass in diesen Bereichen, die vollständig determiniert sind, überhaupt Grundrechtsverletzungen nach deutschem Recht, also nicht nach deutschem Recht, sondern am Maßstab der Grundrechtecharta geprüft werden, oder steht hier nicht Artikel 93 Absatz 1 Nummer 4a entgegen? Also bisher, und deswegen ist eben diese neue Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, wird hier auch als Paradigmenwechsel in der Grundrechtsjudikatur gesehen. Bisher hat das Bundesverfassungsgericht, Stichwort Solange 1, Solange 2, Maastricht-Urteil, Bananenmarkt, Beschluss, solange, also in dieser klassischen Judikatur, wo sich das Bundesverfassungsgericht befasst hat mit der Einbindung des Unionsrechts ins deutsche Recht, mit dem Verhältnis deutscher Grundrechte zur Unionsrechtsordnung, da hat das Bundesverfassungsgericht immer auf die Grundrechtsprüfung verzichtet, wenn die Unionsgrundrechte einschlägig waren. Also man hat die Prüfung zurückgenommen und hat gesagt, in diesen Fällen, wo eben Unionsgrundrechte einschlägig sind, da verzichten wir auf eine Prüfung nach deutschen Grundrechten. In diesen Fällen, so das Bundesverfassungsgericht, ging es meistens oder ging es immer unmittelbar oder mittelbar um die Unionsgrundrechte selbst. Das Bundesverfassungsgericht verweist nochmal auf Solange 2, wo es entschieden hat, dass in der Europäischen Union der Grundrechtsstandard, der Grundrechtsschutz so zu gewährleisten ist, dass er demjenigen des Grundgesetzes im Wesentlichen gleich zu achten ist. Also das ist das Argument aus Solange 2 für die Rücknahme der Prüfungskompetenz des Bundesverfassungsgerichts. Das Bundesverfassungsgericht hat immer gesagt, wenn der Grundrechtsschutz auf Unionsebene im Wesentlichen mit demjenigen vergleichbar ist, er muss nicht identisch sein in jedem Detail, aber wenn er vergleichbar ist mit dem, was das Grundgesetz seinen Bürgern gewährleistet, dann nehmen wir unsere Prüfungskompetenz zurück. Und seitdem hat das Bundesverfassungsgericht eben bei vollständig unionsrechtlich determinierten Fällen auf die Grundrechtsprüfung verzichtet und hat gesagt, hier besteht ein Verwerfungsmonopol des EuGH. So die bisherige Austarierung im Verhältnis EuGH und Bundesverfassungsgericht. So der Status quo. Also bisher hat auch das Bundesverfassungsgericht nie von einer Prüfung der Grundrechtecharta geträumt, sondern man hätte dann in diesen Fällen vorlegen müssen. Also wenn man sagt, wir haben hier ein Verwerfungsmonopol des EuGH, dann hätte das Bundesverfassungsgericht bei einer Gültigkeitskontrolle von Unionsrecht hier in diesem Fall eine Vorlage nach 267 Absatz 3 AEUV hier machen müssen. Jetzt kommt das Neue, meine Damen und Herren. Wie gesagt, für alle Beteiligten unerwartet, aber durchaus dogmatisch spannend und natürlich heiß diskutiert in Wissenschaft und Praxis. Das Bundesverfassungsgericht sagt, hier geht es eigentlich nicht um die Gültigkeit der Datenschutzgrundverordnung, sondern hier geht es nur um eine grundrechtskonforme Anwendung des Unionsrechts im Lichte der Grundrechtecharta, die man im Einzelfall konkretisieren muss und die sich in ihrer konkretisierten Form natürlich auch auf die Auslegung der Datenschutzgrundverordnung auswirken. Das heißt, die Unionsgrundrechte gewährleisten hier den Grundrechtsschutz auf der einen Seite. Also die Datenschutzgrundverordnung ist am Maßstab der Unionsgrundrechte zu messen, was richtig ist. Aber wir müssen gleichzeitig auch gucken, ob nicht hier das Bundesverfassungsgericht als Spieler mit dazukommen kann. Also ob nicht das Bundesverfassungsgericht, in Klammern, das nicht so gerne an den EuGH vorlegt, nach 267 Absatz 3 AEUV, ob nicht das Bundesverfassungsgericht hier selbstständig diese Prüfung auch vornehmen kann. Und das macht das Verfassungsgericht jetzt anhand von Artikel 93 Absatz 1 Nummer 4a nochmal genauer fest. Den nimmt es genauer unter die Lupe.
Das kann man, wie gesagt, wirklich kritisch sehen. Ich muss offen gestehen, ich sehe diese Auslegung mit vielen Kolleginnen und Kollegen zusammen recht kritisch. Aber das ist im Moment das, wie das Bundesverfassungsgericht diesen Trick rechtfertigt. Also, das Verfassungsgericht guckt zunächst mal in den Wortlaut des 93 Absatz 1 Nummer 4a. Da heißt es, jedermann kann mit der Behauptung, durch die öffentliche Gewalt in einem seiner Grundrechte verletzt zu sein, Verfassungsbeschwerde erheben. Und da sagt das Verfassungsgericht, was erstmal richtig ist, wenn man nur auf den Wortlaut guckt, dann steht da seine Grundrechte. Also da steht nicht deutsche Grundrechte. Das heißt, im Prinzip können hier, der Wortlaut ist hier offen, also es können hier auch die Grundrechte der Grundrechtecharta mit einbezogen werden. Also der Wortlaut ist hier grundsätzlich offen. Also wenn hier die Grundrechtecharta einbezogen wird, dann ist das zumindest keine Auslegung contra lege. Zweiter ganz schulmäßiger Prüfungspunkt. Es ist, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, fast ein bisschen lustig, wie schulmäßig das Bundesverfassungsgericht das hier angeht und hier prüft. Systematische Auslegung. Da sagt das Bundesverfassungsgericht, also wenn man sich eine systematische Auslegung anguckt, dann muss man sagen, die amtliche Überschrift, die da im Grundgesetz steht, lautet die Grundrechte. Das spricht natürlich schon eher für eine restriktivere Auslegung. Also hier sind natürlich gemeint die Grundrechte des Grundgesetzes. Also das ist schon klar und wird natürlich verstärkt noch dadurch, dass einzelne grundrechtsgleiche Rechte dann ausdrücklich aus dem Grundgesetz weiter aufgezählt werden. Also die Systematik spricht natürlich schon tendenziell gegen die Anwendbarkeit der Grundrechtecharta. Das gilt natürlich auch für die historische Auslegung. Also die Mütter und Väter des Grundgesetzes hätten sich natürlich niemals gedacht, dass hier irgendwie europäische Grundrechte in irgendeiner Form Anwendung finden. Das ist natürlich klar. Ist aber auch nicht das stärkste Argument. Also die historische Auslegung ist, das wissen Sie, meine Damen und Herren, sowieso auf dem Rückzug. Einfach deswegen, weil sie eben einen bestimmten historischen Ausschnitt nimmt und weil natürlich die Welt weitergeht. Also das Recht ist dynamisch, die Gesellschaft ist dynamisch und natürlich legt das Bundesverfassungsgericht auch dynamisch aus. Es legt teleologisch aus, da kommen wir gleich dazu, als wichtigste Auslegung. Und insofern spielt die historische Auslegung nur eine untergeordnete Rolle. Gilt übrigens auch fürs Völkerrecht allgemein. Okay, kommen wir zur wichtigsten Auslegungsmethode beim Bundesverfassungsgericht, der teleologischen Auslegung, der Auslegung nach Sinn und Zweck einer Norm. Und hier fährt das Bundesverfassungsgericht jetzt auf und sagt, also Sinn und Zweck dieser Bestimmung zur Verfassungsbeschwerde in Verbindung mit Artikel 23, jetzt kommen wir wieder zum 23, zum Integrationsauftrag, könnten aber für ein weiteres Verständnis sprechen. Und ich habe Ihnen die zentralen Argumente hier gefettet. Das sind nämlich zwei. Erstes Argument, effektiver Grundrechtsschutz. Das bezieht sich auf 93 Absatz 1 Nummer 4a vor allem, Grundgesetz. Zweiter Punkt, Integrationsverantwortung nach Artikel 23. Das sind die beiden zentralen Argumente, die das Bundesverfassungsgericht für die teleologische Auslegung hier fruchtbar macht. Erster Punkt, effektiver Grundrechtsschutz. Das Bundesverfassungsgericht sagt, es ist zentrale Aufgabe des Bundesverfassungsgerichts, völlig richtig, Grundrechtsschutz für die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland zu gewährleisten. Das heißt, dieser Grundrechtsschutz, der vor allem über die Verfassungsbeschwerde gewährleistet wird, der ist natürlich gegen alle deutsche Staatsgewalt gerichtet. Ja, also ich kann mich gegen alle drei Gewalten mit der Verfassungsbeschwerde wenden. Und dieser effektive Grundrechtsschutz, und das ist jetzt sozusagen dieses Argument des Verfassungsgerichts, kann
in den Fällen, wo deutsche Grundrechte nicht anwendbar sind, eben nur dann effektiv gewährleisten, wenn das Bundesverfassungsgericht statt den nicht anwendbaren deutschen Grundrechten die Unionsgrundrechte, die Grundrechtecharta heranzieht. Also effektiver Rechtsschutz für die Bürgerinnen und Bürger in der Bundesrepublik ist das erste zentrale Argument des Bundesverfassungsgerichts, dass es sagt, in diesen Fällen ist eben der Rechtsschutz als solcher nur dann gewährleistet, wenn hier auch das Bundesverfassungsgericht die Grundrechtecharta heranzieht. Das Verfassungsgericht sagt hier, die Unionsgrundrechte der Grundrechtecharta sind sozusagen ein Funktionsäquivalent zu den Grundrechten des Grundgesetzes und schützen deswegen, was ja in den meisten Fällen auch richtig ist, die Rechte der Bürgerinnen und Bürger sozusagen äquivalent. Das ist dieser im Wesentlichen gleich zu achtende Grundrechtsschutz, den man aus der Judikatur kennt, sind ein Äquivalent zu dem, was das Grundgesetz für die deutschen Bürgerinnen und Bürger garantiert. Das ist der erste Argumentationsstrang, also effektiver Grundrechtsschutz. Da lässt sich viel noch zu sagen, meine Damen und Herren. Das Argument ist auch als solches durchaus treffend. Also es ist wirklich eine sehr komplexe Gestaltung. Das Argument ist deswegen auch schon ein gutes Argument, muss man sagen, weil, vielleicht darf ich die Frage mal an Sie zurückgeben, meine Damen und Herren. Wie sieht es denn aus mit dem Grundrechtsschutz in der Europäischen Union und zwar prozessual? Also können Sie Ihre Grundrechte aus der Grundrechtecharta beim EuGH einklagen? Genau, ja. Richtiges Argument kommt hier. Keine Verfassungsbeschwerde beim EuGH. Also Sie können eben nicht so einfach. Der EuGH ist eben kein Grundrechtsgerichtshof. Ja. Also insofern ist dieses Argument des Verfassungsgerichts, effektiver Grundrechtsschutz für die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, kein vorgeschobenes Argument, sondern es offenbart eben strukturelle Unterschiede zwischen der Grundrechtsgewährleistung auf europäischer Ebene, die materiell mit der Grundrechtecharta funktioniert, die aber verfahrensmäßig eben nicht vergleichbar ist mit dem, was das Grundgesetz mit diesem besonders starken, und das Bundesverfassungsgericht ist ja ein Leuchtturm auch in Europa, Verfassungsgericht garantiert. Ja? Also insofern ist das wirklich auch ein sehr starkes Argument. Zweites Argument, Integrationsverantwortung. Artikel 23. Deutschland hat sich hier verpflichtet, an der Verwirklichung eines vereinten Europas sich zu beteiligen. Ich habe Ihnen hier den 23 nochmal abgedruckt. Zur Verwirklichung eines vereinten Europas wirkt die Bundesrepublik Deutschland bei der Entwicklung der Europäischen Union mit, die demokratischen, rechtsstaatlichen, sozialen, föderativen Grundsätzen verpflichtet ist und einen diesem Grundgesetz im Wesentlichen vergleichbaren Grundrechtsschutz gewährleistet. Also dieser letzte Satz ist für uns zentral. Ein im Wesentlichen vergleichbarer Grundrechtsschutz wird gewährleistet auf europäischer Ebene. Übrigens eine Formulierung, die aus dem Maastricht-Urteil des Bundesverfassungsgerichts kommt. Ganz interessant. Hier haben Sie eine Formulierung in der deutschen Verfassung, die aus einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts entnommen ist. Aus dem Maastricht-Urteil, aus der Feder von Kirchhoff im Wesentlichen, des damaligen Verfassungsrichters. Und dieser im Wesentlichen vergleichbare Grundrechtsschutz, der muss gewährleistet werden auf europäischer Ebene. Das Bundesverfassungsgericht will deswegen diese Öffnung der deutschen Rechtsordnung für das Europarecht so verstehen, dass das keine Einbahnstraße ist, sondern Deutschland muss natürlich bei dieser Öffnung, bei dieser Entfaltung, gerade das auch des Grundrechtsschutzes, mitwirken und hat eben über Artikel 23 auch eine Pflicht zur Mitwirkung an dieser Integration. Und diese Pflicht sieht das Bundesverfassungsgericht auch bei den Gerichten und sagt, diese Integrationsverantwortung, die wirkt eben nicht nur beschränkend, dass man beispielsweise, wenn es um den Anwendungsvorrang des Unionsrechts geht, dass man
deutsches Recht zurücknimmt, sondern diese Integrationsverantwortung, so sagt es das Verfassungsrecht, hat auch eine gestaltende, eine konstitutive Seite. Und darauf beruft sich das Verfassungsgericht und sagt, aus dieser Integrationsverantwortung heraus, in Kombination mit dem Gebot, effektiven Grundrechtsschutz zu gewährleisten, nimmt es sozusagen diese Verantwortung wahr und prüft am Maßstab der Grundrechtecharta und zieht diese als Prüfungsmaßstab mit heran. Weil die Grundrechte des Grundgesetzes eben in diesem Bereich keine Anwendung finden. Das ist die Argumentation des Bundesverfassungsgerichts an dieser Stelle eine sehr interessante, also dogmatisch wirklich sehr interessante Konstruktion. Man kann da lange drüber sinnieren natürlich. Nur kurz dazu, also im Detail ist dieser Weg über 93.1 Nummer 4a aus meiner Sicht nicht der gelungenste. Aber natürlich sind die Argumente, die das Bundesverfassungsgericht hat, also das Argument des effektiven Grundrechtsschutzes, der auch verfahrensmäßig gewährleistet sein muss auf der einen Seite, und das Argument der Integrationsverantwortung auf der anderen Seite, rechtlich und auch rechtspolitisch natürlich tragende Argumente. Machen wir weiter mit unserem Urteil. Wir waren immer noch in der Zulässigkeit, meine Damen und Herren, immer noch bei der Möglichkeit der Grundrechtsverletzung. Also wir müssen uns jetzt überlegen, wir haben jetzt gesagt, wir wenden hier die Grundrechtecharta an, wir akzeptieren das jetzt einfach mal so. Ja. Sie haben die Gedankengebäude, die dahinter stehen, im Hinterkopf, die wir jetzt diskutiert haben, die man noch viel länger diskutieren könnte natürlich. Aber wenn wir das jetzt mal zugrunde legen, so wie Karlsruhe das entschieden hat, dann brauchen wir die Möglichkeit der Grundrechtsverletzung. Das ist hier relativ einfach. Also die B beschwert sich hier durch die Anzeige von den Treffern. Als erstes dieser NDR-Beitrag. Wenn man ihren Namen eingibt, dann findet man gleich diesen Beitrag, die fiesen Tricks der Arbeitgeber. Und dann denkt man gleich, die B ist eine ganz böse. Das ist natürlich, verletzt sie möglicherweise in ihrem Recht aus Artikel 8, Schutz personenbezogener Daten, und Artikel 7, Achtung, Privat- und Familienleben. Der EuGH prüft das immer einheitlich und das Bundesverfassungsgericht hat sich dem im Wesentlichen auch angeschlossen. Kurzer Schlenker noch, dass die B das im Sachverhalt die falschen Normen nennt, das ist natürlich unschädlich. Sie kennen das Recht muss das Gericht wissen. Also das ist egal. Ne? Also dass die B hier falsche Normen nennt im Sachverhalt. Die richtige Normanwendung obliegt natürlich dem Bundesverfassungsgericht. Jura novit curia heißt es so schön auf Latein. Die B ist durch das Urteil auch selbst gegenwärtig und unmittelbar betroffen. Und insofern ist hier die Möglichkeit der Grundrechtsverletzung zu bejahen. Das ist übrigens ein schöner Fall für eine echte kopflastige Klausur. Rechtswegerschöpfung und Subsidiarität, also es müssen alle Rechtsbehelfe ergriffen werden, alle prozessualen Möglichkeiten müssen ausgeschöpft worden sein. Hier haben Sie das Urteil des OLG Celle, der Rechtsweg ist hier erschöpft, die Revision wurde nicht zugelassen, also von daher ist hier die Rechtswegerschöpfung da. Frage, wie sieht es aus mit Subsidiarität? Was könnte man hier überlegen, meine Damen und Herren? Wozu könnte man die B vielleicht erstmal noch verpflichten, bevor sie nach Karlsruhe läuft? Also sie wendet sich hier mit einem Auslistungsanspruch gegen Google. Was könnte man überlegen, was man der B eigentlich noch sehr schön? Hier wird richtig gesagt, ein Vorgehen gegen den NDR, ganz genau. Also man könnte überlegen, müsste die B nicht hier eigentlich erstmal sich an den NDR wenden und sagen, hier, nimm noch mal diesen fiesen Beitrag über mich aus dem Netz. Also das könnte man sich überlegen. Allerdings muss man sagen, also das sind verschiedene Konstellationen. Das Verhältnis der B zum NDR ist eine Sache, die grundrechtlich übrigens auch ganz anders zu beurteilen ist. Wir kommen gleich noch dazu.
Für den NDR gilt das Medienprivileg. Der könnte sich auf 85 Datenschutzgrundverordnung berufen. Google kann das nicht. Ja? Also sie hätten eine ganz andere Konstellation. Es sind rechtlich ganz andere Grundrechtsverhältnisse. Es sind ganz unterschiedliche Maßnahmen. Also insofern muss man sagen, also so ein grundsätzliches Vorrangverhältnis, das ist hier auf jeden Fall abzulehnen. Also man muss nicht immer erst gegen den Inhalteanbieter vorgehen, bevor man gegen die Suchmaschine vorgeht. Das ist übrigens auch wirklich ständige Rechtsprechung. Das hat der EuGH schon in Google Spain so gemacht. Und das machen auch alle Untergerichte direkt mit. Damit würde man die Suchmaschinen auch zu schnell aus der Pflicht nehmen. Ja? Damit würde man sich sozusagen auf die Inhalteanbieter fokussieren. Und das will man nicht. Das ist meines Erachtens auch richtig. Der EuGH hat hier den Startschuss geliefert mit dem berühmten Google Spain-Urteil 2014 und hat gesagt, nein, man kann sich auch direkt an den Suchmaschinenanbieter wenden. Man muss nicht immer erst denjenigen raussuchen, der für den Beitrag verantwortlich ist, sondern auch die Suchmaschine tut was. Weil lange Zeit war es so, dass die Suchmaschinen gesagt haben, aber wieso? Wir lassen doch hier nur einen Algorithmus und eigentlich machen wir ja gar nichts quasi. Ja? Das ist natürlich was ganz anderes, ist, ob sie in der Mediathek des NDR diesen Beitrag nach mühsamer Suche irgendwann aufgabeln oder ob das der erste Treffer ist, der mit ihrem Namen verklickt wird. Das ist natürlich qualitativ was ganz anderes. Okay. Also kein grundsätzliches Vorrangverhältnis, insofern hier Subsidiarität plus. Also Sie haben hier keine andere Möglichkeit für die B, die Sie noch hätte ausschöpfen müssen. Rechtsschutzbedürfnis nach wie vor abrufbar. Insofern besteht das Rechtsschutzbedürfnis fort. Form und Frist unproblematisch, schriftlich natürlich 23 binnen eines Monats. Zwischenergebnis, die Verfassungsbeschwerde der B ist zulässig. Frage noch? Ich sehe da gerade noch was im Chat. Ja, gute Frage. Mittelbare Drittwirkung der Grundrechte. Um die Prüfung nicht noch kopflastiger werden zu lassen, habe ich die Drittwirkung der Grundrechte hier in die Begründetheit als allerersten Punkt gepackt. Können Sie rein theoretiquement auch in die Zulässigkeit packen? Dann wird es ganz unübersichtlich, ja. Ist aber grundsätzlich möglich. Ja? Also können Sie auch noch bei der Möglichkeit der Grundrechtsverletzung, müsste man das einsortieren dann. Ja? Okay, perfekt. Wie sieht es hier aus? Wurde schon richtig angesprochen. Also hier geht es um dieses OLG-Urteil, OLG-Zelle, Zivilrechtsstreit. Also Grundrechtsverletzung wäre natürlich ausgeschlossen, wenn die Grundrechte keine Anwendung im Privatrechtsverhältnis zwischen der B und Google finden. Das Unionsrecht als solches, der EuGH kennt diese Lehre der unmittelbaren Drittwirkung als solche nicht. Also was wir klassischerweise nach dem Lüth-Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dem berühmten, kennen, die Ausstrahlungswirkung der Grundrechte ins Privatrechtsverhältnis, das kennt das Unionsrecht als solches nicht in dieser Form. Aber der EuGH erkennt schon an, dass aus den Grundrechten auch Schutzpflichten fließen und dass auch die Grundrechtecharta in Privatrechtsverhältnissen mittelbar anwendbar sein kann. Er spricht, und da ist es ähnlich wie beim Bundesverfassungsgericht, von einer Art objektiver Wertordnung der Grundrechtecharta und argumentiert mit den Schutzpflichten aus den Grundrechten. Also insofern kann man hier sagen, Drittwirkung der Grundrechte, auch wenn man die Dogmatik des EuGH hier zugrunde legt, plus. Zweiter Punkt, wir haben hier eine Urteilsverfassungsbeschwerde. Denken Sie immer dran, meine Damen und Herren, wenn Sie beim Gegenstand der Verfassungsbeschwerde ein Urteil haben, dann müssen Sie dazu noch kurz was, sollten Sie standardmäßig dazu kurz was am Anfang der Begründetheitsprüfung sagen, zum Prüfungsumfang des Bundesverfassungsgerichts. Stichworte sind, denke ich, klar, keine Superrevisionsinstanz. Es wird nur die spezifische Verletzung von hier Unionsgrundrechten geprüft. Also ob die Fachgerichte hier
den Unionsgrundrechten hinreichend Rechnung getragen haben und auch einen vertretbaren Ausgleich hier gefunden haben. Also wir prüfen eben nicht die Anwendung des jeweiligen Fachrechts. Es wird keine eigene Beweisaufnahme gemacht. Es wird auch nicht geprüft, ob die Instanzen, ob Verfahrensfehler vorliegen. Es wird wirklich nur spezifische Verletzungen von hier jetzt Rechten aus der Grundrechtecharta geprüft. Meine Damen und Herren, nur als Tipp, legen Sie sich so einen Standardsatz dazu zu, auf eine Karteikarte oder Sonstiges. Dieser Prüfungsumfang des Bundesverfassungsgerichts bei Urteilsverfassungsbeschwerden, da erwartet man standardmäßig einfach ein so ein Sätzchen. Verletzung von Artikel 7 und Artikel 8 Grundrechtecharta, Eröffnung des Schutzbereichs. Der EuGH zieht die beiden Grundrechte zusammen zu so einer Art einheitlicher Schutzbereichs. Verbürgung, also schutzpersonenbezogener Daten, der erstreckt sich parallel zum deutschen Recht, Recht auf informationelle Selbstbestimmung, auf alle Informationen, die eine bestimmte oder zumindest bestimmbare Person betreffen. Es ist egal, ob es sich um sensible Daten handelt. Es müssen gar nicht unbedingt sensible Daten sein. Es bezieht sich einfach auf Daten jeglicher Art. Wichtig ist nur, dass sie personenbezogen sind. Ja. Also der 13.05.1977 ist ein bloßes Datum. Im Zusammenhang mit meinem Namen als meinem Geburtsdatum ist es dann ein personenbezogenes Datum. Der Name von B ist natürlich ein solches personenbezogenes Datum. Mit Namen sind eben automatisch Personen verknüpft. Die Frage ist jetzt, ist dieser Nachweis durch Google, durch den Suchmaschinenbetreiber hier, ist das eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten? Unterschiedliche Ansichten. Eine Ansicht sagt, so hat Google übrigens lange Zeit argumentiert, aber in wie gesagt, diesem EuGH-Urteil Google Spain von 2014 hat der EuGH gesagt, nee, also so geht es nicht weiter. Natürlich ist es eine Datenverarbeitung und Google ist voll datenschutzpflichtig. Aber eine Ansicht heißt es hier so schön, das war lange die Argumentation von Google, die haben immer gesagt, also das ist keine Datenverarbeitung, weil wir wollen natürlich nicht, dass das Datenschutzrecht Anwendung findet. Der EuGH hat sich auch hier, hier ist das Google Spain Urteil, genau, hat sich ganz klar positioniert und hat gesagt, also das ist alles Datenverarbeitung. Also was die Suchmaschine macht mit dem Algorithmus, das ist Erheben, Auslesen, Speichern von Daten und das fällt ganz klar in den Anwendungsbereich des Datenschutzrechts und das heißt auch, hier ist der Anwendungsbereich der Artikel 7 und 8 Grundrechtecharta eröffnet. Eingriff liegt hier vor, ist relativ unproblematisch. Also durch dieses Urteil des OLG Celle und damit durch diesen bestätigten Nachweis der Links wird in dieses Grundrecht der Beschwerdeführerin eingegriffen, ist hier unproblematisch, scheint mir, oder? Frage? Hier wird noch gefragt, sind solche Begründetheitsprüfungen, die eine umfangreiche Prüfung der Grundrechtecharta beinhalten, theoretisch in den schriftlichen Klausuren denkbar? Ja, meine Damen und Herren, seit Recht auf Vergessen 2, ja, kann man nicht anders sagen. Aber nachdem das jetzt auch der Maßstab für das Bundesverfassungsgericht geworden ist, muss man sich da grundsätzlich drauf einstellen. Ist aber auch nicht so dramatisch, läuft auch nicht wahnsinnig viel anders als nach deutschem Recht. Aber man muss ein bisschen die Zusammenhänge verstanden haben. Lassen Sie mich den Fall bitte noch fertig besprechen, die letzten 5 Minuten, und dann können Sie auch noch mal was fragen. Rechtfertigung. Sie brauchen, und da müssen Sie die Grundrechtecharta heranziehen. Wir hatten zu Beginn schon über Artikel 52, der war ins Spiel gebracht worden. Den habe ich am Anfang zurückgewiesen. Jetzt kommt er zum Zuge, nämlich die Tragweite und Auslegung der Rechte und Grundsätze. 52 Absatz 1. Die Einschränkungen müssen gesetzlich vorgesehen sein. Der Wesensgehalt des Grundrechts darf nicht angetastet sein und das Ganze muss verhältnismäßig sein. Also klassische Voraussetzungen, die Sie ablesen können für die Prüfung der Grundrechtecharta aus Artikel 52. Frage, sind hier diese Voraussetzungen erfüllt? Gesetzlich vorgesehen ist hier unproblematisch. Wir haben hier die Datenschutzgrundverordnung als solche, die ist unionsrechtskonform. Also wir haben eine unionsrechtskonforme Rechtsgrundlage.
Was können wir hier an Rechten ins Spiel bringen, sozusagen, wie ist, und jetzt gucken wir uns noch zumindest ganz kurz, meine Damen und Herren, dieses mehrpolige Grundrechtsverhältnis an, das das Bundesverfassungsgericht auch sehr genau untersucht hat. Sie haben hier auf der einen Seite die unternehmerische Freiheit des Suchmaschinenbetreibers, Artikel 16 Grundrechtecharta. Die ist natürlich, auf die kann sich Google berufen, also natürlich ist es ein Unternehmen und kann hier Artikel 16 geltend machen, ja, also auch als juristische Person, Artikel 16 Grundrechtecharta, findet auch auf juristische Personen anwendbar. Das ist relativ unproblematisch, auch für Google. Interessanter die Frage, wie sieht es aus mit der Meinungsäußerungsfreiheit des Suchmaschinenbetreibers? Also kann sich Google auf Artikel 11 Grundrechtecharta berufen? Das setzt voraus, dass Google hier die Verbreitung von Meinungen oder die Beeinflussung der Meinungsbildung hier irgendwie bezweckt, was nicht der Fall ist. Ja, das läuft über diesen Algorithmus. Es geht hier darum, dass die Suchanfragen hier der Nutzer befriedigt werden. Es geht hier um das Angebot einer Dienstleistung und insofern genießt Google nicht das sogenannte Medienprivileg nach 85, so zumindest der EuGH in Google Spain. Das Bundesverfassungsgericht hat sich in seiner Entscheidung dem angeschlossen und zumindest nach dem Bundesverfassungsgericht kann sich der Suchmaschinenbetreiber in diesen Fällen daher nicht auf Artikel 11 berufen. Interessant, wie sieht es aus mit der Meinungsäußerungsfreiheit des NDR? Kann die vielleicht hier sozusagen zusätzlich als Argument für Google geltend gemacht werden? Also der NDR kann sich hier natürlich als öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt auf den 11 berufen. Und das Bundesverfassungsgericht, können Sie da nachlesen, sagt hier, ja, natürlich, also das Grundrecht des NDR ist hier unmittelbar mit betroffen, weil eben sein Beitrag gegebenenfalls nicht mehr verlinkt wird und ist deswegen in die Abwägung mit einzustellen. Gleiches gilt für das Informationsinteresse der Öffentlichkeit. Auch die Öffentlichkeit hat hier natürlich ein Interesse an der Filterungsfunktion der Suchmaschine. Und insofern muss man das in die Abwägung mit einstellen. Die Abwägung schließlich erfolgt deswegen zwischen dem Recht auf Datenschutz, der B, auf der einen Seite, Artikel 7, 8 Grundrechtecharta, und auf der anderen Seite wird für Google in die Waagschale geworfen die unternehmerische Freiheit nach 16 Grundrechtecharta, die Meinungsäußerungsfreiheit des NDR nach 11 Grundrechtecharta und das Informationsinteresse der Öffentlichkeit. Und diese beiden Positionen sind jetzt gegeneinander abzuwägen. Das macht das Bundesverfassungsgericht auch sehr ausführlich. In der Klausur, meine Damen und Herren, kann ich dazu nur sagen, Ergebnis, wie Sie wollen. Ja? Also wie, zu welchem Ergebnis Sie hier kommen, das ist wirklich, das kann man wirklich so oder so sehen. Ich stelle Ihnen hier kurz ein paar Punkte aus der Argumentation des Verfassungsgerichts vor, aber das ist wirklich ergebnisoffen. Das war auch vorher wirklich unklar, wie die Entscheidung ausgeht. Sie ist auch wegen ihrer dogmatischen Hintergründe vor allem spannend und berühmt im Ergebnis. Hätte man es wirklich so oder so entscheiden können. Also, das Bundesverfassungsgericht hat zum einen gesagt, und das ist sicher ein wichtiger Punkt, dass die Suchmaschine natürlich was anderes macht als der NDR. Also hier diese besondere Bereitstellung von Inhalten für eine Namenssuche, diese besondere Verknüpfung, die greift quasi eigentlich noch stärker in das Persönlichkeitsrecht ein als der ursprüngliche Beitrag. Warum? Weil die Reichweite sehr viel größer ist. Also es ist zusätzlich zu dem Angebot des NDR, ja, hat man über diese Verknüpfung eben noch einen sehr unmittelbaren Zugriff, der verknüpft ist mit dieser Namenssuche. Also weltweit kann man hier, wenn man diesen Namen eingibt, auf diesen Beitrag zurückgreifen. Also insofern ist die Suchmaschine hier als Multiplikator in einer ganz grundrechtsgefährdenden Rolle. Das bedeutet, und die Konsequenz zieht das Verfassungsgericht, der Schutzanspruch gegenüber dem Suchmaschinenbetreiber kann weiter reichen als gegenüber dem einfachen Inhalteanbieter.
Und diese Abrufbarkeit von diesen Ergebnissen kann eben auch Auswirkungen, und das hat Corinna Brammer sehr ausführlich vorgetragen, dass ihr ganzer Bekanntenkreis zusammengebrochen wäre und so weiter wegen dieses, ja, ob das stimmt, weiß man dann auch immer nicht, aber jedenfalls sind die Auswirkungen in die Sozial- und Privatsphäre sind erheblich. Andere Seite, Thema Kündigungsschutz ist natürlich ein wichtiges Thema. Also der NDR beruft sich hier auf seine Meinungsfreiheit und auch die ist natürlich in die Waagschale zu werfen. Außerdem hatte die B hier vorab ihre Zustimmung zu dem Interview gegeben. Allerdings bezog sich die Zustimmung natürlich nur auf den NDR-Beitrag, aber nicht darauf, dass man das sofort mit ihrem Namen über Google verknüpfen konnte. Auch der Zeitfaktor ist nach dem Verfassungsgericht einzustellen in die Abwägung. Grundsätzlich kann das gerechtfertigt sein, dass man das für einen gewissen Zeitraum mal im Netz hat. Aber die Frage ist, ob man auch 30 Jahre später noch das Ganze abrufen können muss. Spielte übrigens in der Google Spain-Entscheidung auch eine sehr wichtige Rolle. Also der Zeitfaktor ist ein, sollte man immer dran denken, ist ein ganz, ganz wesentliches Argument in diesen Fragen. Hier waren schon fast 10 Jahre vergangen. Also das spricht so ein bisschen für eine Abwägungsentscheidung zugunsten der Rechte der B. Auf der anderen Seite ist natürlich die Meinungsäußerungsfreiheit des NDR und das Informationsinteresse der Öffentlichkeit auch hoch zu hängen. Und im Ergebnis hat das Bundesverfassungsgericht hier das Urteil des OLG Celle nicht beanstandet und hat gesagt, die Abwägung war hier ordnungsgemäß vorgenommen. Das OLG Celle hatte das ja abgewiesen, das Begehren von Corinna Brammer. Und das Verfassungsgericht hat es mitgetragen und hat gesagt, die Verfassungsbeschwerde der B ist unbegründet. Also Ergebnis, Verfassungsbeschwerde der B ist zulässig, aber unbegründet. Andere Ansicht, meine Damen und Herren, also im Hinblick auf die Begründetheit, absolut gut vertretbar. Das der Riesenfall, hier ein bisschen Literatur dazu. Wichtiger Fall, sollten Sie in jedem Fall kennen und gut. Meine Damen und Herren, dann haben wir die Fragerunde auch noch gut hinbekommen, auch in einem zeitlich geordneten Rahmen. Ich hoffe, Sie haben den Fall so in groben Zügen mitgenommen, meine Damen und Herren. Ich stelle Ihnen die Lösungsskizze nochmal ein. Da können Sie es dann alles im Detail nochmal nachlesen. Also jetzt brauchen Sie keine Panik haben, dass irgendwie wahnsinnige Prüfungen der Grundrechtecharta im Examen von Ihnen verlangt werden. Aber Sie sollten doch diese Entscheidung kennen und Sie sollten wissen, das wird jetzt kommen. Also das Bundesverfassungsgericht wird jetzt Prüfungen anhand der Grundrechtecharta vornehmen, immer mehr in den nächsten Jahren. Und insofern spielt der Artikel 51 Grundrechtecharta und auch der 52 natürlich eine sehr wichtige Rolle. Schön, ich freue mich, ich habe hier eine positive Rückmeldung bekommen von Ihnen. Vielen Dank. Mir hat es auch Spaß gemacht, muss ich sagen. Es ist natürlich immer noch mal schöner im Hörsaal, aber vielen Dank auch für Ihre Fragen und dass Sie so gut mitgemacht haben. Ich habe die Fälle auch wirklich nochmal überarbeiten lassen von einem Mitarbeiter, der gerade aus dem Examen kam und bin eigentlich auch selber ganz zufrieden mit der Auswahl. Also genau, ja, prima, schön, das freut mich. Dann bleibt mir nur Ihnen viel Glück zu wünschen fürs Examen. Ich drücke Ihnen die Daumen. Also für den Bereich, den ich abbilden musste, sind Sie gut vorbereitet, so viel kann ich sagen. Vielleicht sehe ich den einen oder anderen im Mündlichen, dann auch mal live voreinander. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich, meine Damen und Herren. Viel Glück, alles Gute und die Juristenwelt ist klein. Also man trifft sich an der einen oder anderen Stelle, trifft man sich immer auch mal wieder. Tschüss!